Gleich drei Schleimsorten habe ich in China bestellt. Endlich sind sie angekommen und wir werden sie heute nicht einfach nur langweilig auspacken, sondern wir werden damit experimentieren. Ich bin gespannt, ob man mit diesen drei Schleims weitere Schleims herstellen kann. Also das heißt, wir werden weitere Zutaten hinzufügen, spannende Zutaten, weniger spannende Zutaten, luftige Zutaten und süße Zutaten, aber ich will gar nicht viel verraten. Ich würde sagen, wir tauchen einfach mal ein und experimentieren mit drei verschiedenen Schleimsorten. Hier habe ich sie vor mir liegen, drei verschiedene Schleimsorten, die ich direkt aus China bestellt habe. Jede Schleimsorte ist ein bisschen anders und ich bin auf jeden Fall nicht nur auf die Konsistenz gespannt, sondern ich bin auch gespannt, was man damit anstellen kann. Denn wie ihr wisst, werden wir zu jeder Schleimsorte weitere Zutaten hinzufügen. Welche das genau sind, zeige ich euch später im Video, aber schaut euch mal die Konsistenz des ersten Schleims an. Ich bin ganz gespannt, wie sich das zwischen den Fingern anfühlt. Dann habe ich noch einen Puff-Slime. Hier in der Schweiz, Österreich oder in Deutschland würde man das wahrscheinlich Fluffy-Slime nennen. Dieser Schleim sollte besonders fluffig und leicht sein. Der ist noch original verpackt. Ich bin auch auf diesen Schleim gespannt, denn das ist ein Transparent-Schleim. Zwar nicht mehr so transparent, wahrscheinlich durch den Transport etwas matt geworden, keine Ahnung, ob das überhaupt so sein soll, aber ich würde sagen, ich packe die einzelnen Schleimsorten einfach mal aus, ich erzähle euch etwas über die Konsistenz und vor allem dann experimentieren wir und fügen zu den jeweiligen Schleimsorten noch mehr Zutaten hinzu. Ich bin mega gespannt, was dabei rauskommt. So, ihr lieben Schleimliebhaber, so wie ich. Ich starte mit der allerersten Schleimsorte und auf diese Schleimsorte bin ich mega gespannt. Und oh mein Gott, das fühlt sich extrem glitschig an zwischen den Fingern. Oh ja, dieser Schleim ist extrem feucht und glitschig. Sowas habe ich noch nie zwischen meinen Fingern irgendwie getastet. Also ich hatte viele Schleimsorten ausprobiert und getestet und dieser Schleim ist wirklich irgendwie ganz, ganz komisch und glitschig. Also die Konsistenz einfach einmalig. Und schaut euch mal die Farben an. Das ist wie Galaxy-Schleim. Türkis, blau, pink, violett, rosa, keine Ahnung, was da drinnen steckt. Ganz viele tolle Farben und irgendwie auch metallisch. Also das erinnert mich irgendwie an Metallschleim. Und oh, schaut euch mal den restlichen Schleim an, das ich hier hinzugefügt habe. Violett und blau, also die Farbspiele richtig, richtig schön und die Konsistenz einfach nur mega toll. Richtig, richtig klebrig und mir persönlich schon fast zu glitschig. Also ich würde sagen, wir werden hier eine spezielle Zutat hinzufügen mit der Hoffnung, dass dieser Schleim ein bisschen härter wird. Aber ich bin gespannt, ob man ihn zerschneiden kann. Oh ja, zerschneiden kann man ihn in Einzelstücke. So, ihr Lieben, ich würde sagen, so einen flutschigen Glibberschleim müssen wir aufpeppen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Maisstärke. Was glaubt ihr? Denkt ihr, können wir mit Maisstärke diesen Schleim etwas fester machen? Ich habe mir anfangs auch gedacht, man hätte vielleicht auch Mehl nehmen können, aber mit Mehl habe ich die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht eher zu einer Knete werden könnte. Hier habe ich den guten Schleim, erinnert wie gesagt irgendwie an Galaxy-Schleim und wie gesagt, die Konsistenz ist extrem glitschig, mir persönlich schon fast zu glitschig, aber richtig toll, vor allem die Farben. So, ich nehme mir jetzt mal einen Löffel zur Hand und füge ein bisschen Maisstärke hinzu und bin jetzt mega gespannt, ob der Schleim ein bisschen fester wird. Gut verteilen, so. Und jetzt mische ich das Ganze zwischen meinen Fingern. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich die Konsistenz dieses Schleimes am besten beschreiben soll. Es ist wirklich unbeschreiblich, irgendwie glitschig, extrem nass. Ja, vielleicht extrem nass beschreibt es am besten, aber auch bröckelig. Also wenn man den Schleim zusammendrückt zwischen den Fingern, dann zerreißt er irgendwie. Also eine ganz spezielle Konsistenz, die ich so bei keinem Schleim bisher gesehen habe. Und die Maisstärke macht den Schleim bis jetzt noch nicht fester, deshalb füge ich ein bisschen mehr Maisstärke hinzu. Ein bisschen verteilen, zwischen den Fingern kneten. Es fühlt sich jetzt ein bisschen bröselig an. Vielleicht kommt es ja noch zusammen, keine Ahnung. Oder sollen wir vielleicht noch mehr Maisstärke hinzufügen? Schaut euch mal diese Konsistenz an. Also jetzt
In diesem Zeitpunkt erinnert dieser Schleim irgendwie an Monsterkotze. Ich habe ja hier im Turbilotarium mal Monsterkotze hergestellt. Das war auch ganz spannend. Und ja, so sieht der Schleim irgendwie aus. Wie Monsterkotze. Mega glibrig, mega glitschig. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir fügen noch mehr Maisstärke hinzu, denn das Ganze ist mir persönlich viel zu glitschig. Ach komm, schmeiß einfach alles rein. Mal gucken, was daraus wird. So, die Maisstärke verteilen, zwischen den Fingern ein bisschen zerreiben. Kneten, kneten, kneten. Liebe Experimentierfreunde, wie ihr sehen könnt, habe ich mir nur die Finger schmutzig gemacht. Aus dem Schleim ist nur Matschpampe geworden. Ist schon toll herumzukneten. Wie gesagt, erinnert mich das irgendwie am Monsterkotz, aber so richtig Spaß macht das nicht. Vielleicht macht es euch Spaß, keine Ahnung. Ihr könnt das ja mal mit einem Schleim testen. Mischt doch einfach mal ein bisschen Maisstärke hinzu. Ja, ich würde sagen, das ist ein Flop. Wir machen weiter mit dem zweiten Schleim und da bin ich mega gespannt. Jetzt muss ich mir aber zuerst die Hände waschen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsschleim, und zwar der Puff-Slime oder so, wie wir das hier nennen würden, der Fluffy-Schleim. Ich bin auf die Konsistenz gespannt. Mal schauen. Deckel auf. Oh, das sieht ja schon mal richtig cool aus. Und wow, die Konsistenz richtig schön fluffig. Ich nehme den Schleim mal ganz heraus. Wow, also so, wie der sein soll. Oder so, wie Fluffy-Schleim sein soll. Falls ihr bisher noch nie die Möglichkeit hattet, mit Fluffy-Schleim zu spielen, dann lässt sich die Konsistenz am besten mit einer Wolke vergleichen oder so. Denn dieser Schleim ist wirklich extrem fluffig und leicht wie eine Wolke, aber dennoch dehnbar und elastisch wie vielleicht ein Kaugummi, wobei ich denke, die Wolke beschreibt diesen Schleim am besten. Der wird oft auch Unicorn-Slime oder Einhorn-Schleim genannt, weil er eben gerade so fluffig und leicht ist. Und ich frage mich jetzt, ob man diesen Schleim noch fluffiger, noch leichter machen kann. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Lass uns doch eine Zutat hinzuholen und diese Zutat mit diesem Fluff-Schleim oder Puff-Schleim einfach vermengen und mal schauen, was dann passiert. Aber die Konsistenz ist wie gesagt jetzt schon mega, mega fluffig. Und auf diese Experimentidee freue ich mich persönlich am meisten, denn ich liebe Fluffy-Schleim oder Puff-Schleim. Und jetzt versuchen wir, diesen Puff-Schleim noch fluffiger zu machen. Und dazu nehme ich einfach etwas Rasierschaum. Also ich hoffe, dass man durch die Hinzugabe von Rasierschaum den bestehenden Schleim noch fluffiger machen kann. Mal schauen. Also bis jetzt sieht das aus wie Erdbeereis mit Rahmen. Mega lecker irgendwie, aber kommt ja nicht auf die Idee, das Ganze zu probieren. Das sind ja alles chemische Zutaten, also das ist nicht essbar, gell? Einfach, dass ich das gesagt habe. So, und jetzt rühren wir das Ganze mal und vermengen das Ganze ganz gut. Mal gucken, ob überhaupt etwas daraus wird und falls etwas daraus wird, ob dieser Schleim noch fluffiger wird. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dieses Videos dran, denn am Ende bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr so dazu sagt, welche Schleimsorte euch am besten gefallen hat und vor allem, ich werde das Ganze quasi auch bewerten und euch am Schluss dieses Videos verraten, welche Schleimsorte oder welches Experiment mir persönlich am besten gefallen hat. So, ich spule das Ganze jetzt einfach mal vor, damit das euch nicht langweilig wird, wenn ich die ganze Zeit rühre. Obwohl ich hier die ganze Zeit ziemlich energisch rühre, scheint das irgendwie nicht zusammenzukommen. Vielleicht muss ich meine Hände benutzen und den Löffel zur Seite legen. Was denkt ihr? Ja, komm, ich nehme einfach meine Finger. Oh, die Konsistenz richtig fluffig. Und erinnert wirklich an Kaugummi. Also jetzt im Moment scheint das irgendwie so richtig Kaugummiartig zu sein, die Konsistenz. Zwar noch zu feucht, zu nass, aber ich glaube, das wird was. Mal schauen. Schale zur Seite legen. Ich knete das Ganze jetzt einfach mal durch. Mal gucken, ob das irgendwas wird. Also jetzt ist es schon extrem fluffig, muss ich sagen. Wow, schaut euch mal diese Konsistenz an. Es erinnert irgendwie an Kaugummi. Einfach noch fluffiger und voll weich. Also ich liebe diese Konsistenz. Und dieser Schleim ist bis jetzt ein voller Erfolg. Richtig fluffig. Und durch die Hinzugabe vom Rasierschaum ist er noch fluffiger geworden. Wisst ihr was? Ich habe jetzt eine Blitzidee. Was, wenn wir hier ein bisschen was hinzufügen, eine weitere Zutat und daraus Konfetti-Schleim, Geburtstagsschleim oder vielleicht auch anders gesagt Unicorn-Schleim machen? Schaut mal, ich habe ein paar Streusel hier und die werde ich jetzt einfach hinzufügen. Wow, das sieht irgendwie aus wie Zuckerwatte.
Aber man könnte das auch Unicorn-Schleim nennen. Die Konsistenz ist einfach grandios, richtig genial, einfach nur wow. Ihr müsst das unbedingt mal versuchen, also falls ihr Fluffy-Schleim zu Hause habt, dann macht ihn noch fluffiger, indem ihr Rasierschaum hinzufügt. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen Konfetti-Zuckerstreusel hinzufügen. Und das Ganze erinnert irgendwie an Zuckerwatte oder eben anders gesagt an Unicorn-Schleim. Mir ist das aber noch viel zu wenig. Wisst ihr was? Komm, schmeißen wir alle Zuckerstreusel rein. Das muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Und wow, das sieht richtig Unicorn-mäßig aus. Oder wie Candy oder Geburtstagsschleim. Und wow, das kann man so richtig auseinanderziehen. Richtig, richtig schön. Also zugegeben, diese Schleimsorte gefällt mir persönlich bisher am besten. Aber wir werden jetzt weitermachen und zwar mit dem nächsten Experiment. So gerne ich das hier weiterspiele, ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Schleim. Und jetzt kommen wir zum Transparenzschleim oder auf Englisch nennen die das meistens auch Clear Slime. Also so transparent, wie es eigentlich sein sollte oder so transparent, wie ich mir das vorgestellt habe, ist dieser Schleim gar nicht. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das daran liegt, durch den Transport oder so. Und oh, der ist irgendwie zerreißlich, bröckelig oder so. Ah, okay, also erst wenn man ihn auseinanderzieht, wird er so richtig transparent. In der Box sah er noch richtig matt aus und das erinnert irgendwie an Glibber. Also es ist eher Glibber und kein Schleim. Man kann ihn auseinanderziehen und dann zerreißt er und die Konsistenz ist auf jeden Fall härter als der Fluffy-Schleim und auch im Vergleich zum ersten Schleim ist diese Konsistenz um einiges härter. Also da muss man ganz vorsichtig ziehen, damit er dann richtig transparent wird. Wenn man zu fest zieht, dann zerreißt er, was ich irgendwie auch ganz toll und interessant finde. So, und jetzt kommt eine Zutat hinzu, die ihr wahrscheinlich alle liebt und das ist Glitzer. Wir werden aus dem Clear Slime oder Transparenz Slime einen Glitzerschleim machen. Man könnte ihn auch Transparent Glitzer Prinzessin Slime nennen oder vielleicht auch Frozen Slime. Und ich schmeiß hier das ganze Glitzerpulver rein, mir egal. Ihr wisst ja, viel hilft viel. Und mal schauen, wie sich das Ganze vermengt und ob überhaupt hier ein richtig schöner Glitzerschleim wird. Wir kneten das Ganze einfach mal durch. Und ja, die Konsistenz ist auf jeden Fall gleich geblieben, aber der glitzert und funkelt jetzt richtig schön und das gefällt mir persönlich richtig gut. Was denkt ihr? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Mögt ihr eigentlich auch Glitzerschleim, weil er eben gerade so funkelt und glitzert? Schaut euch das mal an. Also der Effekt ist ja richtig cool geworden, wie ich finde. Jetzt habe ich aber Entscheidungsschwierigkeiten, denn ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Ich finde, alle drei Schleimsorten oder drei Schleimexperimente, die wir bis jetzt durchgeführt haben, haben irgendwas Tolles an sich. Für welches Experiment würdet ihr denn entscheiden? Experiment Nummer 1 mit der Maisstärke, Experiment Nummer 2 mit den Zuckerstreuseln oder Experiment Nummer 3 mit dem Glitzer? Schreibt mir mal eure Antwort in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, welches Experiment oder welche Schleimsorte euch am besten gefallen hat. Tja, und was ist jetzt meine Meinung? Welches Experiment hat mir besser gefallen? Welches Experiment hat euch besser gefallen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Also mir persönlich hat Schleim Nummer 1 nicht so gut gefallen, wobei ich muss zugeben, die Farbe fand ich einfach genial. Also Schleim Nummer 1 hatte wahrscheinlich die schönste Farbe von allen. Bei Schleim Nummer 2 fand ich die Konsistenz von Anfang an super, super cool. Dieser Schleim ist richtig, richtig fluffig und leicht. Und wir haben bei diesem Experiment ein bisschen Rasierschaum hinzugefügt. Und durch die Hinzugabe von Rasierschaum ist der Fluffy-Schleim eben noch fluffiger geworden. Zwar muss man das Ganze ein bisschen durchkneten, damit die ganze Feuchtigkeit rausgeht, aber wenn dann das Ganze die richtige Konsistenz erreicht hat, dann wird das ein richtig schöner Unicorn oder Zuckerwatte oder Geburtstagsschleim. Also dieser Schleim hat mir bis jetzt am besten gefallen, wobei ich muss zugeben, bei Schleim Nummer 3 hat mir die Konsistenz zwar nicht wahnsinnig gut gefallen, aber die Tatsache, dass dieser Schleim durch die Hinzugabe von Glitzer so richtig funkelt, das hat mir beim dritten Schleim am besten gefallen. Und falls ihr euch jetzt fragt, welche Schleimsorte oder welches Experiment mir persönlich am besten gefallen hat, dann sage ich ganz klar Experiment und Schleim Nummer 2.
Denn bei Schleim Nr. 2 hat mir nicht nur die super fluffige Konsistenz gut gefallen, sondern auch, weil wir eben Streuseln hinzugefügt haben und das hat unser Fluffy-Schleim zu einem richtigen Unicorn- oder Zuckerwattenschleim umgewandelt. Jetzt bin ich aber auf eure Meinung gespannt. Welche Schleimsorte bzw. welches Experiment hat euch denn am besten gefallen? 1, 2 oder 3? Ab in die Kommentare und falls ihr sehen wollt, wie ich selber mal einen Fluffy- oder Unicorn-Schleim mache, dann schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Und dann sage ich gratis abonnieren, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!